Ja, hallo, hier ist nochmal chatclontest.de. Ich grüße euch und ich wollte nochmal ein kleines Nachtragsreview machen zu der schon vorher angetesteten Lever-ROM 135 basierend auf Android 404 Ice Cream Sandwich. Jetzt habe ich die ROM ja fast einen Monat drauf, was für mich schon ziemlich viel ist. Und eigentlich finde ich die auch total super, wie ich in den anderen Reviews schon gezeigt hatte, hier mit dem schönen Lever Launcher und den von Jelly Bean inspirierten Benachrichtigungsleiste, der transparenten Statusleiste, finde ich alles total super. Gefällt mir auch alles ganz klasse. Was mir nicht so gefällt, das ist leider der Speichermanager. Der funktioniert zwar besser als die bisher getesteten Jelly Bean ROMs, allerdings, wenn der so ein, zwei Tage läuft, neigt er dazu, dass der Speicher in Anführungszeichen überläuft. Das heißt, bei dem, was ich häufig mache, eine Runde rumlaufen, dabei Musik hören, das Ganze zu scrubbeln und dabei noch einen Track aufzuzeichnen, fängt Winamp bei mir an zu ruckeln und teilweise stehen zu bleiben. Und das hat er aber vorher zum Beispiel bei der DRX-ROM 1.8 hat er das nicht gemacht. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich jetzt nochmal kurz auf die S4-ROM zurückgehen, die nochmal ein bisschen laufen lassen und danach werde ich im Endeffekt wohl wieder auf die DRX-ROM zurückgehen. Was ich aber vorher noch zeigen wollte, was sehr schön ist, und zwar ist das dieser Lever Seam Chooser. Und zwar kann man da einmal hier komplette Seams auswählen. Man kann allerdings auch alles einzeln customisieren. Und zwar, Lockscreen ist klar, den Desktop. Hier kann man, ich habe jetzt zum Beispiel dieses rote Seam eingestellt, was recht schick ist. Man kann jetzt allerdings auch hier die System-App, zum Beispiel die Einstellungen, kann man auch in der Farbe verändern. Man kann einen anderen Font einstellen. Das finde ich eigentlich ziemlich super. Mit einem Knopfdruck hat man dann praktisch ein ganz anderes Design. Also für Leute, die sich gerne ein anderes Design auf den Desktop hauen, hier zum Beispiel das rote, ist ja ganz schick. Ach, das ist der App-Drawer. So. Das ist auch ein Hintergrundbild von Lever. Das ist eigentlich total super. Man kann natürlich auch hier nochmal die Wallpapers einzeln wechseln. Das Schöne ist, die Live-Wallpapers sind hier im Gegensatz zu manch anderen ROMs freigeschaltet. Was haben wir denn da? Was kann ich nochmal? Flames Free habe ich noch nicht ausgetestet. Mal gucken. Zack. Sieht natürlich recht schick aus. Kostet natürlich ein bisschen Akku und ein bisschen Rechenpower, aber dieses Phone hält bei mir bei einigermaßen forcierter Benutzung 2 Wochen und da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal nochmal meinen Backup von der S4-ROM nochmal einspielen und vielleicht ist in der nächsten Zeit ja wieder eine neue ROM aufgetaucht, die ich testen kann. Ich hoffe, ihr konntet hier vielleicht nochmal gucken, dass ihr, ob ihr diese ROM, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback gebt in den Videokommentaren oder vielleicht im China Mobiles Forum. Der Thread heißt da in etwa Fantasy Note 2 Clone. Ich hoffe, das Wetter bleibt bei euch auch noch so ein bisschen schön. Ich werde mich demnächst mit neuen Videos wieder melden. Bis dahin verabschiede ich mich und sage schon mal bis zum nächsten Mal.